Oh, so gesehen gab es gerade das Déjà-vu-Ding. Ich habe das nur vorher schon gelesen, weil der Entwickler davon ausgeht, dass man Skoll zuerst aufhebt, dann stirbt und dann den Text da liest, den wir gerade übersprungen haben. Ah, okay. So, Schwert. Warum ist. Hä? Achso, Inventar. Inventar, ausrüsten. Zack, sehr schön. Oh, Gegner. Wow, eine Schlange. Die ist riesig. Scheiße, dieser Schwanz ist so groß wie ich. Passt. Also es ist, ne? Schlange. Drücke die Leertaste, um anzugreifen. Scharfe Waffen wie Schwerter sind sehr effektiv gegen lebende Kreaturen. Okay. Schlange. 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 War das jetzt Indiana Jones? Ich glaube schon. Eine Truhe. Und wo eine Truhe ist, gibt es auch Beute. Drücke Eingabetaste, um die Truhe zu öffnen. Wenn sie etwas enthalten sollte, drücke erneut Eingabe, um es aufzuheben. Klick. Streitkolben. Gegen Skelette. Ausrüsten. Zack. Ich gehe einfach davon aus, dass das nächste Gegnerchen Skelett ist. Hier sind einige Fässer. Sieht so aus, als wenn die lange Zeit hier rumgestanden hätten. Sie sind vergammelt. Das heißt, die sind dazu da, um kaputtgeschlagen zu werden. Streitkolben und Äxte sind effektiv gegen solide Gegenstände oder Monster mit Rüstung. Schwerter, Dolche und Speere sind dafür weniger geeignet. Einen Streitkolben zu verwenden, um ein Fass kaputt zu schlagen, ist die beste Option. Zack. Zack. Münze. Oh, sehr schön. Zwei Gold. Ups. Oh, noch ein Beute. Münze. 17 Goldmünzen. Was schön wäre, wenn es Händler geben würde. Allgemein mag. Oh. Noch eine Schlange. Lass uns ein paar Schlangensteaks machen. Um zwischen den Waffen zu wechseln, ohne das Inventar zu öffnen, kannst du für die Waffen im Inventar Schnelltasten festlegen. Okay. Eins. Schnelltaste zuordnen. Drücke die Schnelltaste. Eins. Du, Schnelltaste sondern 2. Die Schlange kommt immer näher. Nö, kommt sie nicht. Wie jetzt? Bleibst da stehen? Ist jetzt irgendwie nicht so. Na gut. Warten wir mal ab. Zack. Zack. Pfeile. Ah, Bogen. Das könnte auch interessant werden. Oh oh. Oh oh. Fallschaden? Ich glaube keinen Fallschaden. Und das ist der Bogen. Gut, den sollte ich auch gleich mal zuordnen. Du. Schnelltaste zuordnen. 3. Dich. In einem Panel verfolgen. Damit wir hier unten sehen, wie viel wir davon haben. Das ist aber schon mal sehr vielversprechend. Also, dass wir den mehrere Zauber, die möglich sein können, aktiv und Aufgaben, also Quests quasi. Ja, doch. Eine Fackel, lass sie mich anzünden, es ist ziemlich dunkel hier. Drücke Eingabe. Ja, vor allem so ein Zippo, das wird ganz schön schnell, ganz schön heiß. Gut. Ah, und da war diesmal auch kein so ein Kontextmenü. Das ist schon mal gut. Kann ich jetzt mit dem Feuerzeug auch irgendwelche Spinnweben anzünden? Nö. Oh. Hey, eine Öllampe. Oder sowas in der Art. Die zünde ich besser auch an. Ich hoffe, Belmont kommt nicht vorbei und macht die Dinger wieder aus. Mit seiner Peitsche. Was? Belmont. Belmont. Verstehe ich nicht. Das ist garantiert wieder irgendeine Anspielung. Hey, dunkler, nebliger Typ. Wie ist dein Name? Ich habe gar keinen Namen. Wie soll das gehen? Der Lord dieser Burg hat keinen Namen? Falsch. Ich bin nicht der Lord dieser Burg. Ich bin ein Schatten und meine Aufgabe ist es, diesen Ort zu beschützen. Du bist also nur ein Lakai. Eines dieser Ein-Trefferpunkt-Wunder. Ich denke mal, es wird One-Hit-Wonder heißen. Hätte ich auch nur einen Funken der immensen Macht meines Lords, könnte ich dich einfach so schnipp mit den Fingern vernichten. Nun, Schattentyp, diese Burg und dein Meister sind nur Erfindungen meiner Einbildung. Lass uns sagen, dass ich der große Erfinder von all dem hier bin. Und nach einiger Zeit wird alles verschwinden. Und niemand wird einfach so vernichtet. Schnipp. Du?
Eine lächerliche Kreatur aus Fleisch und Knochen, der Erfinder von allem. Ha, du bist ein Lügner oder ein Dummkopf. Wir hatten, glaube ich, schon festgestellt, dass er beides ist. Egal, aber ich gebe dir einen Namen. Oh, komm schon, dürfen wir ihn benennen? Namen sind ohne Bedeutung für mich. Mal sehen, was mit Cera? Das ist mein Lieblingsname für meine Konsolencharaktere. Für, okay. Wage es nicht, mich so zu nennen. Wie du wünschst, Cera. Im Übrigen habe ich noch nicht mich vorgestellt. Interessiert mich nicht. Ich bin bekannt als Streicher, aber mein richtiger Name ist Aragorn. Arathorns Sohn. Und ich bin rechtmäßiger Erbe des Königreichs Gondor. Oh je, ich bin gefangen im Körper eines Dummkopfes. Du nennst mich dumm? Wer ist wohl dümmer, der Dummkopf oder der Dumme, der ihm folgt? Das war nicht schlecht. Jo, sehr schön. Also bisher sehr unterhaltsam. Ist zwar ziemlich linear, aber es ist ja auch das Tutorial. Tutorials müssen linear sein. Trank der geringen Heilung. Zack. Und da oben ist doch was. Zwei. Zack. Beide. Oh, habe ich ein Traglimit? Also einerseits mag ich Traglimits, andererseits nehme ich immer gerne alles mit. Es wird empfohlen, Heiltränken eine Schnelltasse zuzuordnen. Nach einem Trank während eines Kampfes zu suchen ist Selbstmord, weil das Spiel nicht pausiert wird, während du im Spielmenü bist. Okay. Wenn du einen getrunken hast, behalte die Fiole. Sie könnte später nützlich sein. Oh, Alchemie. Gefällt mir immer besser. So, du bist jetzt Schnelltaste zuordnen 0. So, runter. Alles anmachen, vielleicht gibt es hier ein Secret. Nö. Dich ja. Oh. Du hast was Schaden genommen. Durch Licht? Hat schon wieder Schaden genommen. Krieche, wenn du nah an des Abgrunds bist, um ihn auszuleuchten. Aha, das ist eine Falle. Da laufen immer wieder. Autsch. Da läuft immer wieder derselbe Gegner rein. Ist auf jeden Fall schon mal ein weiches Ziel. Schwert? Gucken. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Genau, das hier können wir noch anmachen. Au. Au. Okay, ich hätte springen sollen. Oh, es gibt Herzen. Also, okay. Blaue magische Essenz. Au, 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 au. Das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. Also wenn ich zuschlage, kann ich mich gar nicht bewegen. Also auch nicht so leicht. Aber das kriege ich schon hin. So, blaue magische Essenz. Magische Essenzen werden verwendet, um Zauber zu sprechen und Tränke herzustellen. Das ist eine gute Idee, sie für später aufzubewahren. Weil wir noch keine Zauber sprechen können. Und keine Tränke kennen. So, können wir Fallen entschärfen? So, irgendwie für Erfahrungspunkte oder so. Na, ich will nicht schon wieder Schaden bekommen. So, Keule. Hoch. Hoch, hoch da. Du kommst mit, du kommst mit. Oh, eine Truhe. Du kommst auch mit. So. Hey, es gab wirklich ein Secret. Und was gab das jetzt? Trank der Heilung 2. Die hatte ich schon vorher. Komme ich da hoch? Okay, komm. Zack. Ist jetzt hier irgendwo irgendwas Neues? Oder gab es einfach nur Erfahrungspunkte? Das könnte natürlich auch sein. Oh, da ist noch so ein Ding. Okay. Ich laufe mal ganz kurz zurück. Und gucke, ob ich im Raum links... Da ist die Goldkammer, okay. Ob ich in dem Raum links irgendeine Fackel übersehen habe. Vielleicht gibt es hier ein... Oh. Ja, so viel dazu. Walljump. Also es könnte sein, dass wenn man in jedem Raum in dem Tutorial alle Fackeln und Brazer oder wie auch immer die heißen, anzündet, dass es dann noch ein super Secret gibt. Aber na gut. Das müsst ihr dann, wenn ihr das Spiel mal antestet, ausprobieren. So, diesmal richtig springen. Hops, sehr schön. Und hops. So. Da ist so ein komisches Ding. Also Schwert. Zack, zack, zack. So, das Ding da... Oh, Saphir. Ich mag Edelsteine.
Also dieses komische Knubbelding mit den Stacheln, das sieht aus wie ein hartes Ziel. So, du stirbst erstmal. Du wirst angemacht. Du wirst angemacht und... Oh, da kommen ganz schön viele von diesen Weichdingern. Der Stachelvieh bewegt sich aber nicht. Sehr schön. Also einfach einmal, zweimal, dreimal. Die bleiben auch immer schön stehen, wenn sie getroffen werden. Das ist echt super. Zack, zack, zack. Kleiner Saphir. Blauer Schleim. Das wird noch interessant. So, 43 Schaden, 85 Schaden. Okay. Oh, stimmt, da war was. Ist aber ganz schön wenig Platz. Und ich sollte darauf achten, wie die Wände aussehen, weil hier kann man ganz gut das Blut an der Wand sehen. Das sollte ein Hinweis sein. Wir sind bei 50% Leben. Ich glaube, ich trinke mal einen Heiltrank. Also 0. Flupp. Fast komplett geheilt. Nee. Okay, werde ich nächstes Mal einen Ticken länger warten. So, oben ist ein komischer Schädel in der Wand. Kann man nicht erkennen. Du brauchst Schlüssel der Gärten. Ah, jetzt fängt es an, sich aufzuteilen. Sehr schön. Jetzt sind wir schon aus dem Tutorial raus. Du brauchst Schlüssel der Kanalisation. Mhm. Also da geht's zu den Gärten, da geht's zur Kanalisation. Und da unten dieser komische Gitterdingen sieht aus wie von Bowser. Ich weiß auch nicht, muss gerade irgendwie dran denken. Okay. Bei den Göttern von Kobol. Das ist jetzt aber Galaktika, ne? Was ist dieses Ding? Es ist ein magisches Gefängnis. In ihm ist einer der reinen Geister von Hanakon. In dieser Box ist ein Geist eingesperrt? Etwa ein rivalisierender Gott? Falsch, törichter Sterblicher. Der Geist darin steht unter dem Befehl des großen Meisters. Ah, ein Bosskampf. Wirklich? Warum ist er abgeschlossen? Es ist ein reiner Geist, der nicht in dieser Ebene existieren kann. Die Box isoliert und schützt ihn, wie dem auch sei. Er kann durch diesen Lichtstrahl kommunizieren. Muss ein wichtiger Typ sein. Was tut er? Ich werde diese Informationen nicht enthüllen. Nein? Okay, ich frage ihn selbst. Du? Ha, dummer Sterblicher. Er wird niemals mit einem unbedeutenden Nacktschnecke mit dir reden. Wirklich, wir werden sehen. Ich habe auch so einen Verdacht, dass er bestimmt mit uns reden wird. Erstmal gucke ich kurz hier hin. Ja, nee, ich will erstmal gucken, was der macht. Nachdem ich... Okay. Endaru Adun. Oh, stopp. Endaru Adun. Das war auch für die Herr der Ringe. Wer ist dort? Merkst du es nicht? Ich habe von diesem Körperbesitz ergriffen, um eine wichtige Mission für meinen großen Lord Hanakon auszuführen. Das ist echt gut. Du elender Lügner. Ankora Basch. Lange ist es her. Ah, wir haben seinen Namen. Der sieht irgendwie aus wie ein Protoss. So ein bisschen. Was ist das für ein Körper, den du da genommen hast? Ich sah noch nie zuvor ein Wesen wie dieses. Dieser Körper, den ich nahm, gehört zu einer privilegierten Rasse, den Menschen. In diesem Fall werde ich die Gesundheit dieser Hülle... Ich hätte den Heiltrank nicht trinken sollen. In diesem Fall werde ich die Gesundheit dieser Hülle wiederherstellen und alle seine Gebrechen heilen. Ich danke dir. Mein großer Lord wird von deiner Unterstützung sicher angetan sein. Ich werde zu dir kommen, sobald ich deine Hilfe benötige. Es gibt da noch etwas. Mein großer Lord gab mir einen neuen Namen. Von nun an soll ich bekannt sein als Zera. So soll es sein, Zera. Solange ich hierher kommen kann, bin ich sicher. Okay. Drücke Eingabe, wenn du vor der Box stehst, um das Spiel zu speichern und deine Gesundheit wiederherzustellen. Jo, speichern klingt gut. Ankora Basch, Zera. Deine Gesundheit wurde wiederhergestellt. Oder war das jetzt Mund, Zera? Das war wieder was anderes. Sehr, sehr viele schöne Anspielungen hier. Das Spiel wurde gespeichert, okay. Da ist eine Treppe nach oben und hinten war dieses... Hast du gehört, Zera? Ich bekomme garantierte Heilung. Es ist wunderbar. Werde ich verletzt und gehe hier zurück, werde ich wiederhergestellt.
So als ob ich in einer Taverne in Dragon Warrior raste. Ich darf nur nicht sterben, bevor ich hier zurückkomme. Du bist ein Unhold und ein Spitzbube, weil du mich gedrängelt hast. Nee, weil du mich verdrängen willst. Ein besserer Mann würde seinen Namen mit Stolz tragen. Ja, sicher. Ich bin nicht gut in Zeremonien.